Dein Kopf sieht aber nachher benutzt aus, das weißt du. Und warum sieht mein Kopf nachher benutzt aus? Na, weil er gelebt hat. Damit kann ich leben. Dann scheint der Topf ein glückliches Leben gehabt zu haben. Ohne Narben kein Leben gehabt. Wo befinden wir uns gerade, weißt du es? Auf dem Weg nach Götz am Havelufer entlang von Brandenburg an der Havel über Gollwitz. War das Gollwitz? Stimmt wohl. Ja. Okay, und wir haben jetzt mal Rast gemacht, weil wir vorhaben, anstelle von die Nacht irgendwo schlafen, durchzuwandern in Richtung Potsdam. Und wir erreichen womöglich so gegen 3 Uhr, 4 Uhr morgens dann Werder an der Havel und nehmen den ersten Bus oder Zug zurück nach Potsdam. Und damit wir das auch durchhalten, muss jetzt ein bisschen was gegessen werden. Heute ist es recht windig, das heißt, wir haben uns einen Windschutz gebaut, um auch beim Essen uns keine Erkältung einzufangen. Das wird unser Walnusstee. Wir wollen jetzt in unserem Reistopf auch was trinken. Wie kommst denn du bitte an den Reistopf wieder ran? Na, wir haben dieses Gerät. Okay, war nur ein Spaß. Die Frage ist eher, wie ich den Reis umrühre. Ich habe einen Löffel bei. Ja. Dann fass da einfach mal rein und rühr rum. Mhm. Olli hat jetzt einen Stocklöffel. Toll, Olli. Okay, was gibt's denn heute zum Abendbrot? Rindfleisch im eigenen Saft, Nusstee und eine Reispfanne oder Topf. Klingt gut. Warum macht Mutti das nicht immer so? Das frage ich mich auch. Ja. Junge, ich mein's ja nur du. Ihr fehlt wahrscheinlich das wichtigste Tool. Die Survival-Axt. Wie lang ist dein Messer? 8 cm, oder? Höchstens. Ja, wollte ich doch meinen. Ich glaube, wir müssen mal den Reis ein bisschen runterschalten. Ja, kann man mit das Feuer auf Stufe 2 machen? Mal umrühren. Soll ich mal hier, ich baue mal etwas, wo meine... Ja, guck mal, du hast ja noch diverse Sachen. Olli baut mal was. Möchtest du hier drauf?
Ja, guck mal. Tja, ich verlieren muss die Finger jetzt nicht mehr. Glaube ich dir. Was machen wir mit sowas? Ja, kannst du eigentlich, was wird denn da mit dem Wasser? Tee? Ein Tee. Ja, hau rein, Fett ist wichtig. Richtig. Ja. Aber der Reis kocht schön, das ist echt herrlich. Und so eigentlich könnten wir ja, ja das hier punktieren und die Dose einfach reinlegen. Die ist doch schon gemacht, das ist doch bestimmt schon gekocht, oder? Mhm. Ja gut, aber also wie willst du dann die heiße Dose? Mit zwei Stöcken rausholen. Und der Inhalt hält die Hitze aber vor dann, oder? Auf der Tischplatte vielleicht machen? Hast du auch gerade gehabt, ja? Die Idee? Nun gut.